Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Clash Royale. Ja, und heute wollen wir dieses Deck mal testen. Ist ja, wie man sagen, auch wieder so mit Skelettfass und Mega Knight gebastelt. Aber diesmal haben wir auch den Bomber und den Blastrock Goblin drin. Liebe seid Knallgift. Es dürfte euch schon bekannt sein, dass das schon drin ist. Ja, okay. Starten wir schon mal das erste Game. Duo-Kampf. Ja, was soll man sagen? So, go. Direkter Start mit der Elixierpumpe. Na ja, gut. Was soll man ja auch sagen? Kein Problem, kein Problem. Das ist was hier geregelt sein. Eine schöne Bomber hier noch. Okay, ich mach mal ein ja. Okay. Ach nee, Kampfholz wird ja schon eingesetzt. Muss ich nicht den Sepp benutzen. Super. Aber jetzt muss ich zum Sepp greifen. Okay, oder auch doch nicht. Aber mein Teammate hat da schon ein Skelett an mir gesetzt. Hat der Mini-Packer gerade noch ehrlich getroffen? Alles klar, das war jetzt aber echt noch Luck. Glück. So, starten wir schon mal so. Ja, das war ein guter Scharfrichter. Oh, Rocket voll verfehlt. Sag mal, ich mal. Das Skelett, was hat gut unterstützt. Was muss, soll ich mal sagen? Starke Unterstützung vom Skelett, was. Alter, ich muss kurz raus und wieder rein. Das hat gerade eben gesagt. So. Situation noch okay? Okay, okay. Ja, gut. Nichts gefallen. Außer als mein Gegner der Tower. Das. Okay. Warum seppe ich? Hätte das eine Skelettarmee jetzt unter Kontrolle? Mein Gott. Ich war jetzt mal ein bisschen zu vorsichtig. Reine Gewohnheit. Okay, das war klar. Das hättest du noch gebrauchen können. Aber egal. Mal richtig schön durchverteidigen und dann haben wir das Ganze eigentlich schon. Wenn das mal. Oh, shit. Ja. SOS. Ich muss Mega Knight einsetzen in der Defense. Aber volle Kanüle. Mega Knight in der Defense. Oh, sei Failure, bitte sei Failure. Okay, das war ein Failure. Das war ein Failure. Poison 12. Naja, der Sprung hätte so oder so getroffen, aber hätte nicht hier geschafft rechtzeitig. Ja, das war schon mal ein kleiner Sieg. Nächster Duo-Kampf direkt schon am Start. Was soll man sagen? Das Deck läuft und läuft ziemlich gut. Wenn man es mal sieht, ein bisschen als Support. Okay, diese Option war nicht schlecht. Aber den Inferno-Turm hätte ich weglassen sollen, ganz ehrlich. 5 Elixier verschwenden gerade. Ja, die Wizard. Ziemlich gut unterstützt. Ah, hab den Sprint nicht geschafft. Okay. Er startet mit Lady Barbarian, ich komme mit dem Bomber. Ja, was für ein sehr guter Bomber. Hängt das Skelettfass noch? Naja, nicht wirklich. Okay, jetzt sind die Skelette geliefert. Wegen so ein Scharfrichter. Das war doof, oder? Zap. Okay, ich habe gedacht, ehrlich, das würde jetzt treffen. Hat es aber nicht. What the?
Ja, tschüss Infernotor. Tschüss. Ah, ich hab den Turm nicht getroffen. Ja, Doppelholz. Naja. Stimmt. Funktioniert nicht so gut. Weil der Schweinereiter das aktiviert hat. Das funktioniert echt nicht. Oh. Starker Eisgeist. Ach du Scheiße. Doch nicht die Skelettarmee. Das bringt doch gar nichts wegen den Scharfrichter. Erstens, das war mir sowas von klar. Und zweitens, alles klar. Doppeltornado. Gerechnet schon damit. Ja, Sky Game Army. Manche Kämpfe sind eben so, wie man sie gerade sieht. Man fragt sich mal, warum das so passiert. Aber warum setze ich den Revisor da ein? Komm, jetzt müssen wir durchkommen. Jetzt. Aber jetzt. Ja, das war das nämlich ein kleiner Value Bomber. Ah, Poison, bitte. Okay. Wenn da jetzt ein Zauber kommt. Ah, bitte. Bitte, Prinz. Prinz. Wow. What the? Halbe Sekunde. Für nee, nicht mal. Eine Millisekunde schnell genug. Und der Sieg war noch safe. Alter. Das war jetzt aber echt mal sowas von dermaßen knapp gewonnen. Ja. Was soll man sagen? Ja, der Seppard. Kleiner Value. Kill den Baby Dragon. Wiederum wehrt es ab. Wer setzt denn da bitte nochmal so einen Infernotor rein? Naja. Naja, ja, okay, das war ein kleiner Value. Glasso kommt minus down. Es gibt ein bisschen Schaden. Teammate setzt einen Defense Expo ein. Wie wird das klappen? Lenkt den Bola ab. Fantastisch. Bola ist down. Oh, Sepp. Okay, da wird jetzt eh. Aber er hat einen guten Dienst erwiesen, hat der X-Bogen. Blasrohr-Kobold. Naja. Direkt noch einen Sepp reingesetzt. Ja, das hat den Kingstower aktiviert. Oh, toll. Vier Türme. Ah, okay. Okay, das ist abgewehrt. Bola und Scharfrichter, ich sag dazu nichts. Das ist die klassische Skelettabwehr-Methode wahrscheinlich. Okay, nenne ich einen kleinen Value. Haben mein Team mit Nebelsatz oder irgendwie sowas? Das ist jetzt wirklich... Ah, der Tornado! Okay, diese Rakete war jetzt dermaßen blöde ausgespielt. Okay, wir werden angefeuert. Komm, das schaffen wir noch. Trotz, dass wir gerade guter Laune dabei sind, Anfeuerung haben und... Oh, das Kampfholz. Das war so dermaßen gut. Vernichtet noch die Goblin-Gang. Und zu den Blasrohr-Goblin. Das war echt ein absoluter Value-Kampfholz. Wollte gerade die Rocket schmeißen, hat es aber dennoch gelassen. Okay, Elite-Barbar startet.
Iversart direkt in der Optik. Sollte auskontern. Oh. Skelett fast kommt. Der Bomber kriegt's ab. Oh, voll. Ja, es hat den Scharfrichter. Es hat den Scharfrichter. Gut. Okay. Sepp. Starker Tornado. Direkt noch ein Poison hinterher. Hast du eine Rocket bereit? Nein. Kriegst du auch nicht rechtzeitig. Die kriegst du auch nicht mehr rechtzeitig. Die kriegt er nicht. Ne. War aber ein nice Game. War ein sehr nice Game. Ziemlich nice. Ja gut, was soll ich sagen? Falls ihr das Deck kopieren möchtet, kein Problem. Ich packe euch den Link zum Deck in die Videobeschreibung. Falls ihr Kommentare schreiben möchtet, unten im... ganz unten könnt ihr eure Kommentare schreiben. Und falls ihr den Kanal abonnieren möchtet und dadurch nichts mehr zu verpassen von meinen Inhalten, wie jetzt gerade hier Clash Royale oder auch was anderes, was im Moment läuft, ja gut, mehr oder weniger läuft, weil immer noch das Gute zu finden ist, das ja hartnäckig gefunden zu werden. Na gut. Der Packer macht da schon sein Ding. Der macht sein Ding. Oh ja. Wer jetzt doch... Alter, direkt zu Anfang zugerichtet. Oh Gott. Oh Gott. Bitte geh weg. Bitte geh weg. Bitte geh weg, Zeichen. Aber der Skelett, was ist doch gut rausgekommen. Oh, der Freeze. Hat ja aber nichts verändert. Oh, lol. Wow. Das war aber so was von heftig. Alter. Der Freeze vom Eisgeist. Der Mega Knight im Sprung. Oh, Mann. Der ist trotzdem dran gesprungen. Oh, ich lauf voll. Wie geil war das denn, bitte, Sky Gamer Armee? Wie geil war das denn? Okay, einfach aufgegeben. Schenkt uns den Sieg. Aber das mit dem Eisgeist und dem Mega Knight, das war geil. In diesem Kampf. Er möchte noch einmal spielen. Jo. Machen wir... Glück. Aber wir werden immer noch weiter angefeuert. Feeling in den Kampf. Da zwei Hits. Jetzt halt auch nicht. Okay. Und jetzt aber schon zur Sache. Ja, der Tornado war ganz gut. Der war einfach nur zu gut. Balloon ist dadurch nicht an seinen Hit gekommen. Das war ein ganz mega nicer Tornado. Nicht schlecht. Okay, Freeze. Was können wir dagegen machen? Schlecht. Was? Ja gut, ich sag, der Bomber war schon... Na du oder nicht? Oh, das Shit. Ah, der Mega-Minion hat es gerade noch geschafft, den Bomber auszuschalten. Na gut. Nachthex hat jetzt keinen zweiten Hit vom Mega-Minion abbekommen. Chip-Damage vom Blast-Rock-Goblin. Funktioniert alles gut. Okay. Da wohnt Level 3. Aber was soll's, wir sind eher im Vorteil, oder?
Ja, sieht so aus. Oh, schon wieder Ship Damage. Nein, das ist ja Pech. Pfeile voll perfekt. Okay, das gab nur einen Hit. Trotzdem aber noch ein Vorteil. Okay, jetzt außer rechts. Das könnte jetzt dermaßen schaden. Ja, voll aus der Reichweite der Bombe raus. Okay, Kampfholz war sehr gut. Startet direkt auf links. Der Turm ist safe. Jetzt einfach mal ein Poison. Was war das denn bitte für schön für eine Poison-Verzögerung? Aber ist rausgekommen. Gut. Gut, 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 gut. Ist draußen. Kriegen wir. Okay. Nichts Besonderes. Clan-Chest. Oh, gut. Okay. Ein Kampf, dann ist die Clan-Truhe Level 4. Komm, machen wir. Diesmal mit einem anderen Teammate. Er ist direkt wütend. Was geht nur gerade ab? Heute geht's aber ab. Okay, Golem. Okay, Golem Level 6. Das wird eine spaßige Angelegenheit. Aber Touchdown ist ebenfalls zurück. Als Event habe ich schon mal ja wieder gemacht. Quest ist erfüllt. Dazu 3 Kämpfe zu gewinnen im Touchdown. Wird ihr bei mir nicht mehr sehen können, weil ich die Quest schon absolviert habe. Starkes Holz vom Gegner. Ziemlich viel getiktet. Und dadurch kriegen wir echt super viel Schaden. Was sich nicht vermeiden lässt. Ah, okay. Aber Friedhof-Konter einmal kurz eingesetzt. Ich glaube, das wird echt nichts, weil das war echt so ein starker Angriff. Nee. Das ist geliefert. Oder? Ach, vielleicht schaffen wir noch einen Turm. Okay. Dicht machen. Ja, genau. Gib nur deine perfekte Reaktion dazu. Passt ja nicht so. Ja, so sieht das ganze Deck aus. Kostet 3,9 Elixier. Ja, und wer nochmal an Touchdown-Teilnehmer statt Teilnahmegebühr ist, 50 Gems. Ich habe ja schon teilgenommen und 3-mal gewonnen. Dafür hat man 1000 Gold gekriegt und 20 Questpunkte. Das weiß ich zumindest noch, weil ich die ja gestern noch abgeschlossen habe, die Quest. Ja, dazu noch ein Angebot. Sieht man ja hier. Gibt es ebenfalls wieder für ein paar Tage. Ja, 3 Tage oder so. Was steht denn da? 3 Tage, 17 Stunden im Moment. Gut, das soll es ja im Moment gewesen sein. Falls ihr euch das Deck kopieren möchtet und es spielen möchtet oder was auch immer ihr damit machen wollt, ich packe euch den Link zum Deck in die Videobeschreibung. Und damit soll es das auch erstmal gewesen sein für Clash Royale. Also damit für dieses Video jetzt erstmal gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Also, falls es euch gefallen hat, gebt dann natürlich einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, haut rein. Und falls ihr Fragen habt, unten ganz beim Video, müsst ihr einfach ganz unten kommen. Könnt ihr da einen Kommentar hinschreiben. Gut, bis zum nächsten Mal und ciao.